Schreibwaren bei Sparland. Ob regionale Produkte oder bekannte Marken. Den gesamten Schulbedarf stressfrei einkaufen. Bei Sparland. Zusätzlich mit der beliebten Schüler- und Studentenkarte 5% Rabatt. In unseren Filialen in Schneeberg und Schwarzenberg. Qualität zum Sparlandpreis. RTV Kompakt bringt heute unter anderem das großer Spendenabend, Benefizkonzert in Lößnitz, lange Sommernacht, Festgeschehen in Lugau und neue Sendewoche, Magazin in RTV Programm. Glück auf, es ist Donnerstag und das sind Ihre Nachrichten aus dem Erzgebirge. Nach den hitzigen und vor allem trockenen Tagen rät Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch, ruhig mal einen über den Durst zu trinken. Natürlich nur alkoholfrei und am besten nur leicht gekühlt. Sonst müsse sich der Körper wieder anstrengen, um das kalte Getränk auf Körpertemperatur zu bringen. Die Folge, man schwitzt dann noch mehr. Und sie bittet alle, auch auf ihre Mitmenschen zu achten. So müsse man unbedingt Kinder und ältere Menschen ans Trinken erinnern. Klepsch warnt zudem davor, die Gefahr durch die Sonne zu unterschätzen. Jeder Sonnenbrand erhöht das Hautkrebsrisiko. Aktuell kann die UV-Strahlung sehr intensiv sein. Deshalb müssen vor allem Kinder mit ihrer empfindlichen Haut ausreichend geschützt werden und sollten sich nicht zu lange in der Sonne aufhalten, sagte die Ministerin. Sonnenhut und Sonnenbrille schützen die besonders empfindlichen Körperpartien. Und wer gerne Sport treibt, solle diesen in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegen, rät Klepsch. Unsere Reporter beherzigen das auf jeden Fall. Denn wenn Sie für uns im Erzgebirge unterwegs sind, ist das mittlerweile eine ganz schön schweißtreibende Angelegenheit. Gleich zu drei Themen vom vergangenen Wochenende haben Sie uns Bilder mitgebracht. Wir haben Sommer. Was liegt da näher als ein Sommerfest? Wir schauen uns auf drei Veranstaltungen vom 28. Juli um und beginnen im Corsana-Domizil Schneeberg. Das Pflegeheim lädt sich regelmäßig Gäste ein. So auch zum Sommerfest, das mit vielen Jahrmarktattraktionen aufwarten konnte. Eine Modenschau sorgte bei den Heimbewohnern und ihren Gästen für schöne Erinnerungen. Das Corsana-Domizil in Schneeberg wurde neu gebaut und im November 2010 eröffnet. Es befindet sich nahe dem Stadtzentrum in einem Wohngebiet, das vorwiegend durch eine lockere Ein- bis Zweifamilienhausbebauung geprägt ist. Die zweite Station ist der Stolberger Ortsteil Oberdorf. Dort bot das traditionelle Dorf- und Vereinsfest ein buntes Programm. Mit Dixieland-Klängen aus Neuwies schauen wir uns auf dem Festgelände mit Bierzelt, Schießbude und Hüpfburg sowie verschiedenen Verkaufs- und Vereinsständen um. Das geplante Feuerwerk musste 2018 beim Dorf- und Vereinsfest Oberdorf wegen der Trockenheit abgesagt werden. Nicht nur da. Auch die Lugauer Sommernacht, die heuer zum 11. Mal veranstaltet wurde, musste ohne das traditionelle Feuerwerk auskommen. Trotz eines heftigen Regenschauers am Veranstaltungstag bestand die erhöhte Waldbrandgefahr. Nichtsdestotrotz erlebten die Besucher der Lugauer Sommernacht eine runde Sache.
Urlaubsflair vom Paletti-Park bis zum Gerätehaus der Feuerwehr. Alles zu erreichen mit einem Oldtimer-Bus. Geht unsere Reise zu Sommerfesten des 28. Juli zu Ende. Auf den Geschmack gekommen? Am kommenden Wochenende hat der erzgebirgische Veranstaltungskalender erneut sehr viel zu bieten. Die Meldungen fürs Erzgebirge am Donnerstag. Zwischen dem 6. und 10. August ist das Beratungszentrum der AOK Plus in Stolberg fest in Azubi-Hand. Unsere jungen Leute erhalten damit die Chance, sich in der Kundenberatung zu beweisen, sagt Anja Dietl, Regionalgeschäftsführerin der Krankenkasse. Die neuen Azubis sind im zweiten Ausbildungsjahr zum Sozialversicherungsfachangestellten. Sie übernehmen für eine Woche die komplette Kundenbetreuung, beraten zu Leistungen, Service und Tarifen. Außerdem helfen sie bei Anträgen und beantworten Fragen rund um die Krankenversicherung. Als Beratungscenterleiterin darf sich Sarah Eberlein freuen. Sie hat bereits Versicherte in der AOK-Filiale in Stolberg betreut. Wir sind beim großen Thema Straßenbau. In Großrückerswalde ist am Montag und Dienstag kommender Woche die Wolkensteiner Straße vollgesperrt. In Höhe des Fichtenbaches am Ortsausgang wird am Durchlass gearbeitet. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Darüber hinaus laufen in diesem Abschnitt bereits Arbeiten mit halbseitiger Verkehrsraumeinschränkung. In Schwarzenberg wurde die Kreuzung Roter Mühlenweg August-Bilbel-Straße zur Baustelle. Deswegen ist der Bereich in unmittelbarer Nähe von Aldi und Obi im Stadtteil Sachsenfeld gesperrt. Der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge baut einen Sammler. Die aktuelle Baustelle soll bis Ende September dauern. 2019 geht es im Anschluss daran weiter. Auch die Stadtwerke Schwarzenberg und die Stadt nutzen die Baustelle des ZWW für eigene Baumaßnahmen. Die Geschäfte sind derzeit ausschließlich von der B101 aus über die Brücke Roter Mühlenweg erreichbar. Eine sehr komplexe Baumaßnahme erfordert derzeit auch in Annaberg-Buchholz viel Verständnis der Verkehrsteilnehmer. Die Sperrung der B101 an der Einmündung Klosterstraße ist problematisch. Doch ein Ende ist absehbar. Wir haben die Gasleitung pünktlich ins bestehende Netz eingebunden. So Kevin Langer, links im Bild, Netzmonteur Gas bei den Stadtwerken Annaberg-Buchholz. Er erläutert weiter, die alten Leitungen aus den 1970er Jahren waren zwar noch nicht gänzlich verschlissen, aber wir mussten die Gelegenheit nutzen, da die Straßendecke geöffnet war. Die neue Leitung hält für mindestens 50 Jahre. Die Landesdirektion Sachsen hat der Stadt Ehrenfriedersdorf Fördermittel in Höhe von rund 230.000 Euro für die Sanierung einer mit Schadstoffen belasteten, derzeit brachliegenden Fläche im Bereich der Straße im Winkel bewilligt. An dieser Stelle soll zukünftig ein Wohngebiet entstehen. Das erfordert einen Bodenaustausch, um eine gefahrlose Nutzung der Außenanlagen zu gewährleisten. Hierzu sind ein Bodenabtrag sowie die fachgerechte Entsorgung der belasteten Aushubmassen erforderlich. Anschließend erfolgt die Abdeckung und Verdichtung mit einer Bodenschicht aus unbelastetem Material. 20% der Kosten trägt die Stadt Ehrenfriedersdorf. Bei der Hitze nimmt das Unfallrisiko zu. In Beierfeld ist am frühen Mittwochnachmittag eine Autofahrerin, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, auf gerader Strecke von der August-Bebel-Straße abgekommen. Das Auto prallte gegen einen im Käfig gesicherten Straßenbaum. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die örtliche Feuerwehr und der Bauhof im Einsatz. In der Talsperre Pirk wurden zwei Leichen in einem angrenzenden Aufzuchtbecken geborgen. Es handelt sich um eine männliche und um eine weibliche Leiche. Beide sind vollständig bekleidet und werden auf etwa 60 bis 80 Jahre geschätzt.
Die männliche ist etwa 175 cm groß und die weibliche 1,65 m. Wer die beiden sind und wie sie ums Leben kamen, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den beiden machen kann oder wer an der Talsperre etwas Ungewöhnliches bemerkt hat, meldet dieses bitte der Kriminalpolizei Zwickau unter Telefon 0375 428 4480. So gut besucht wie am 28. Juli 2018 war der Muhme Campus in Lößnitz vorher kaum. Die Gäste wollten sich den zweiten Lößnitzer Musikcocktail zugunsten der Lößnitzer Stiftung zur Unterstützung krebskranker Menschen nicht entgehen lassen, der von der Interessengemeinschaft und zahlreichen Lößnitzer Vereinen gestaltet wurde. Geboten wurde ein buntes Unterhaltungsprogramm voller Musik und Tanz. So waren unter anderem Lisa Dietrich, Mary Jones, Resi und Johannes, die Schlagersternchen Kerstin und Silvana, Nico Pitzki mit der Mundharmonika sowie die Western Dance Family, die Circle Line Dancers, Ines Schneider, Tango Argentino und die Band Philharmonie mit dabei. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Vorsitzenden des Vereins Lößnitzer Heimatfreunde, Steffi Rathe. Attraktive Preise konnten in einer Live-Auslosung gewonnen werden. Alle Preise wurden von Sponsoren gespendet. Firmen, Händler, Dienstleister und Einzelpersonen haben sich beteiligt. Alle Künstler verzichteten auf Honorar, denn auch ihnen war die Unterstützung krebskranker Menschen ein Herzensbedürfnis. Parallel war auf dem Campusgelände organisiert vom Sportpark in Aue eine Typisierungsaktion für den Verein Knochenmark und Stammzellenspende erfolgt. Fast 50 Personen nutzten die Gelegenheit, sich registrieren zu lassen. Die Veranstaltung soll im Lößnitzer Campussommer einen festen Platz bekommen. So darf man sich 2019 auf den dritten Musikcocktail freuen. Übermorgen, am Samstag, steht wieder die neue Folge von ERZ-TV, das Magazin, bei uns auf dem Sendeplan. Die Kollegen arbeiten da auch schon schweißgebadet daran, aber ein paar Einblicke können sie jetzt schon geben von dem, was sie ab Samstag um 7 und dann zu jeder vollen ungeraden Stunde erwartet. Mit der Baldauvilla in Marienberg besitzt der Erzgebirgskreis ein denkmalgeschütztes Gebäude, in dem heute in erster Linie die Kultur zu Hause ist. Seitdem der Knopffabrikant Theobald Baldauf das Landhaus in den Jahren 1907-1908 erbauen ließ, sind über 100 Jahre vergangen. Seit den 1990er Jahren wird das vorher nur funktional restaurierte Objekt Stück für Stück in den Originalzustand zurückversetzt. In ERZ-TV Kompakt können Sie sich von den laufenden Arbeiten ein Bild machen. Außerdem wird über eine weitere Immobilie des Erzgebirgskreises berichtet, die noch ein Stück größer ist. Die Rede ist vom Erzgebirgsstadion. Das wurde in den vergangenen Jahren komplett umgebaut. Der Erzgebirgskreis investierte 19,86 Millionen Euro, ohne den Einsatz von Fördermitteln. Entstanden ist ein neues, modernes Fußballstadion, welches die Bedingungen für den Profifußball schafft und für die Zukunft sichert. Bei der offiziellen Eröffnung war ERZ-TV natürlich mit vor Ort. Wir berichten in ERZ-TV das Magazin. Zu sehen ab Sonnabend entweder zu jeder vollen ungeraden Stunde im Regionalprogramm oder online in der Mediathek. Die Veranstaltungstipps. Ein besonderes Konzerterlebnis wartet am 4. August in Schneeberg. Silberstrom Rock am Teich am Strandbad Filzteich in Schneeberg. Mit Albert Hammond und Sweet präsentieren die Stadtwerke Schneeberg ihr Konzerterlebnis des Jahres.
Mit weltweit mehr als 500 Millionen verkaufter Alben gelangen Sweet 34 Nummer-1-Kracher rund um den Globus mit zeitlosen Welthits wie Blockbuster, Hellraiser, The Ballroom Blitz, The Sixteens, Action oder Fox on the Run. Albert Hammond beeindruckt seine Fans mit 360 Millionen verkaufter Platten weltweit. Der Songwriter, Sänger und Entertainer ist seit 50 Jahren im Musikgeschäft. Die Konzerte finden unter überdachtem Areal statt. Der Einlass ist 19 Uhr, Veranstaltungsbeginn 20.30 Uhr. Das Waldfest Kunersdorf lädt vom 3. bis 5. August zu einem stimmungsvollen Wochenende nach Kunersdorf, den ältesten Stadtteil von Annaberg-Buchholz, ein. Erneut haben der Heimatverein sowie örtliche Vereine und Unterstützer ein buntes Programm gestaltet, das Spaß, Kurzweil und gute Laune garantiert. Höhepunkte sind dabei unter anderem das traditionelle Traktorziehen, eine Feuershow und die DJ-Night. Der traditionelle Kabeljournal Cup für die D-Jugendfußballer. Hier Bilder aus dem vergangenen Jahr. Rückt näher. Gespielt wird am kommenden Sonnabend ab 10 Uhr in Annaberg-Buchholz auf dem Kurt-Löser-Sportplatz. Besucher sind herzlich willkommen. In der Vorrunde treffen in Gruppe A die Mannschaften VfB Fortuna Chemnitz, SV Fortuna Langenau, FSV Zwickau und VfB Auerbach 1906 aufeinander. In der Gruppe B spielen die Mannschaften Chemnitzer FC, VfC Plauen, Spielvereinigung SV Weiden sowie der Gastgeber VfB Annaberg 09. Damit sind wir auch am Ende und können gleich das hitzige Studio verlassen. Sie aber bleiben gut informiert, wenn Sie unsere Angebote auf erztv.de und bei Facebook nutzen. Zumindest das, was das Erzgebirge wissen sollte, veröffentlichen wir dort. Morgen noch einmal Nachrichten in dieser Woche. Es würde uns freuen, wenn auch Sie wieder dabei sind. Bis dahin einen schönen Abend und Glück auf!